Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters. Da ist mir doch gerade die Fackel ausgegangen. Naja, wir haben im letzten Part aus dieser Höhle, die Termitenhöhle oder auch die Jadehöhle genannt, 4 Jadebrocken mitgenommen. Gut, wir haben noch ein paar andere Schätze rausgeholt, aber hauptsächlich ging es um die Jadebrocken. Die bringen wir jetzt zurück ins Lager der Shakadumbi, damit die eine Koko, Kaka oder Kiki, Kiki heißen sie, ne? Dass die eine da das Idol fertigstellen kann für Crow und damit wäre die Lieferung dann auch komplett. Das heißt, Jim kann aufbrechen und die Lieferung zum Erdtempel bringen und Shani, das ist jetzt eine ganz schöne Verkettung, und Shani kann ihn dann per Voodoo übernehmen, da wir ein Haar von Jim besorgt haben. Und dann können wir mit Jim, also in der Rolle von Jim, ein Haar von Shanis Vater klauen, um den dann mit Voodoo zu übernehmen, um irgendwas zu machen. So, jetzt haben wir's und jetzt bleib gehen wir auch dran. Los. Ja, ich bleib dran. Ich bleib immer dran. Leckfett, rennt die hier los. Ich glaub, geht los. Sprintet die sich hier einen ab. Unser Held hat nicht so viel Ausdauer, Madame. Das musst du bedenken. Aber ich renne ein bisschen schneller wie die irgendwie. Hahaha, ui, hoppala. Die kennt ein paar Abkürzungen. Ich kann nicht mehr. Bleib mal stehen. Bleib dran. Ja, ich versuch's. Guck mal, der Held schafft nicht so viel. Aber jetzt sind wir auch schon so gut wie da. Der Weg ist ja nicht weit. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich gar nichts sehen, weil es viel zu dunkel ist. Sorry, aber ist auch nicht so wichtig. Passiert nämlich gar nichts. Also wir laufen einfach nur hinterher der Alten. So, gut, damit wären wir wieder im Lager der Shakadumbi zurück in der tiefsten Nacht. Jo, jetzt komm doch klar. Hör mal auf zu sprinten, ey. Leck fett. Chill mal dein Nuggets. Aha. Wieder zurück im Dorf. Okay, danke. Chi, geh nun und sieh Kapua. Ja, geh du und halt dein Maul. So, wo ist die Alte? Hier. Ich habe hier 4 Jadebrocken für dich. Hast du Hikoko vor allen Gefahren beschützt? Ei. Tavonga, du hast gut auf sie Acht gegeben. Nimm diesen Stein als Geschenk. So, nun kannst du das Idol bauen. Chi, warte einen Moment. Ja? Hier ist das Idol. Also, Tavonga. Merci. So. Lass uns handeln. Die hat keine. Okay, die hat keine Rüstung. Wollte mal gerade nach einer Rüstung gucken. Aber gut, hat die nicht. Bla bla bla. Was können wir verkaufen? Geisterlilie. So, ansonsten Krallen brauchen wir nicht. Schädel auch nicht. Sichel kann weg. Knochen. Saphir. Rubin, ja. Puh, eigentlich können wir den auch verkaufen. Ich meine, was soll ich mit dem Teil? Komm, weg mit dem Ding. Jadestein braucht man nicht. Goldbrocken, ja, behalte ich mal noch. Affenstatue, die haben wir aus dem Tempel stibitzt. Idol wollte ich ja auch mal behalten. Die Goldbrocken, denn es kann sein, dass ich dem, wie heißt er, Slick oder so, gleich noch Goldbrocken geben muss. Wenn ich da keine mehr habe, wäre das ziemlich kacke. Hier ist die Lieferung für den Tempel der Erde. Ah, sehr gut, Junge. Zeig mal her. Hier ist ein Haufen Grünzeug. Ja, ja, sehr schön. Weiter. Und ein Idol. Das sieht schon besser aus. Aber wenn das nicht im Tempel ankommt, macht mich Crow einen Kopf kürzer. Was ist mit dem Gold? Das hast du doch nicht beiseite geschafft, oder? Die Ausbeute war ziemlich dürftig. Ich gebe ihm alles. Ich bin ein ehrlicher Mensch. 7 Brocken. Ah, sehr gut. Die wollen gar nicht alle zu Crow. Ein paar wollen lieber hier bei mir bleiben. Haben die Molukken dir Ärger gemacht? Eigentlich nicht. Das will ich ihnen auch raten. Faules Pack. Sei mal ein bisschen freundlicher zu denen. Gibt's auch eine Belohnung für mich? Warte mal.
Also, abgesehen von einem Haufen Goldstücke, rate mal. Einen legendären Gegenstand vielleicht. Jetzt pass mal auf, Kleiner. Du kriegst hier gar nichts. Ich hab gesagt, ich rede mit Crow. Und wenn du mir nicht auf den Sack gehst, dann werde ich das auch machen. Wann? Wann willst du das machen, Slick? Entspann dich, Junge. Uns geht's doch gut hier. Wir kriegen, was wir wollen. Das reicht mir nicht. Ich will zu Crow. Ach, Crow. Der läuft schon nicht weg. Schnapp dir eine der Frauen und amüsier dich. Ich glaube, die Chani hat ein Auge auf dich geworfen. Wann bringst du mich zu Crow? Ich sagte doch, er heißt Captain Crow. Also mach langsam, Junge. Erstmal muss Jim nüchtern werden. Dann bringt er die Beute zum Tempel. Und dann kümmern wir uns um dich. Also ruh dich aus und schieb dir was Gegrilltes zwischen die Zähne. Und komm nicht auf die Idee, allein zum Tempel zu gehen. Solange die dich nicht kennen, bist du ein Feind. Okay. So, wer bist du denn? Ach, mit der kann man handeln, stimmt. Ah, vielleicht hat die Rüstung. Ulele. Ulele. Klingt wie so ein Spruch. Okay. Wir gehen. Was? Inquisitionsturm. Cool, zu dem kann man sich porten. Nice. Ha! Geil. Ja, wir könnten jetzt nach Puerto Isabella gehen und dort eine Runde schlafen. Hier ist nämlich erstmal schlafen, bis wieder Tag wird. Allerdings, wir haben uns mit denen ja so ein bisschen was verscherzt, mit den Kollegen aus Puerto Isabella. Deswegen schlafe ich einfach mal hier. Die werden uns natürlich nicht angreifen, also davon gehe ich zumindest mal aus. Solange wir nicht in Molukken, Klamotten und komplett angemalt rumlaufen, ist, denke ich, dann alles klar. Aber ich schlafe trotzdem lieber mal hier, wie da hinten. Und wir können auch mit Stahlbart mal noch reden und dem ein paar Infos verklickern. Dann machen wir das mal. Ich bin jetzt ein Freund der Shaganumbi. Ich bin jetzt ein Freund der Shaganumbi. Klingt gut. Helfen Sie uns jetzt gegen Crow? Naja, Sie helfen mir mit Hilfe des Voodoo an ihn heranzukommen. Auf dich ist Verlass, mein Junge. Dann verlier keine Zeit. Wir sehen uns, wenn es soweit ist. Ei. Ich habe noch ein paar mehr Infos. Ich habe mit dem Kommandanten über Crow geredet. Schieß los! Die Protektoren haben ihn angegriffen und einen seiner Leute gefangen genommen. Crow ist entkommen und mit seinen Leuten zum Erdtempel aufgebrochen. Dann müssen wir ihm den Speer eben dort abnehmen. Sieht ganz so aus. Gut gemacht. Beeil dich jetzt und hol uns Unterstützung. Alles klar. Die Inquisition hat Crows Schiff versenkt. Aha. Verdammt schade drum. Wir hätten es gut gebrauchen können. Jedenfalls fällt uns damit jetzt keiner mehr in den Rücken. Danke für die Nachricht. Gut, so, jetzt gehe ich doch noch nach Puerto Isabella. Okay, eigentlich hätten wir auch können da schlafen. Und zwar will ich mal gucken, ob ich hier eine Rüstung bekomme. Bei ihr vielleicht? Lass uns handeln. Ach so, bei der habe ich ja das hier gekauft, das ich anhab. Stimmt. Was Besseres hat die nicht. Beim Schmied könnten wir vielleicht mal noch vorbeischauen. Oder hat er wirklich nur Waffen? Vielleicht hat er auch Rüstung. Normalerweise hat ein Schmied ja auch Rüstung. Aber hier ist die Rüstung, hier bestehen ja mehr aus Stoff wie aus Stahl. Von daher, naja, mal schauen. Wir fragen ihn einfach mal. Zeig mir deine Ware. Nein, der hat nur Waffen. Skillen könnten wir aber mal wieder, oder? Ende. So. Ich könnte eins auf Klingen setzen. Darauf könnt ihr einen lassen. Das mache ich auch. So, Klingen 6. Und jetzt können wir schmieden lernen. Zack. Hier ist dein Gold. Zeig mir, wie man schmiedet. Das Wichtigste ist die Temperatur. Ist der Stahl zu heiß, wird die Klinge zu weich. Ist er zu kalt, wird sie zu brüchig. Was du sonst noch brauchst, findest du im Bauplan deines Schwertes. Super, ich habe keinen Bauplan, glaube ich. Dann lass uns Schwerter schmieden. Gut, hier sind ein paar Rohlinge. Ich brauche 5 Degen. Aber sei vorsichtig und mach nicht alles kaputt.
Ich bin in meiner Hütte und kümmere mich um anderen Kram. Ja, mach du nur. So, dann gucken wir mal, ob wir das hier hinkriegen. Ja, er ist in seiner Hütte und macht anderen Kram. So sieht's aus. Jetzt will ich erstmal gucken, habe ich überhaupt Plunder, alles? Habe ich überhaupt irgend so ein... Hoppala, was ist mit dem Sand hier los? Habe ich überhaupt irgendeinen Bauplan? Ja, ich habe ein Rezept für Bloody Mary, aber keinen Bauplan für ein Degen. Du Idiot, ich muss den erstmal abkaufen, oder was? Zeig. Du bist mir mal einer, du Spasti. Der kostet 1500. Leckfett. 1500 geblättert für so einen Bauplan, ey. Da dran schmied ich doch bestimmt, oder? Oder ist da hinten jetzt? Ah, okay. Zack! Oh, Schwertgriff Seelenufer. Na, mit dem kann ich ja nichts anfangen, weil ich... Mir fehlt ja noch die Klinge. Aber ich kann 5 Degen bauen. Alle Anweisungen und Materialien für den Bau eines Degens. Schwertrohling 1 von 5, das heißt... Wir haben genug Schwertrohlinge, um 5 Degen mehr zu stellen. Und Goldbrocken 1 von 9. Das heißt, wir haben auch genug Goldbrocken, um ein Degen herzustellen. Sonst brauchen wir nichts, um diese Waffe zu schmieden. Ist eigentlich ganz cool, dieses Bild hier in der Mitte. Eigentlich ziemlich nice, dass das Inventar so. Ne, wie heißt es nicht Inventar? Quatsch. Das Interface. So. Du erhältst Degen. Schaden 20 bis 60. Oh, das ist nicht schlecht. Talent Stichwaffen, Stichwaffen plus 15. Hm. Nur wenige Waffen sind so elegant und gleichzeitig so tödlich wie ein guter Degen. Das haben wir schon mal gelesen. Goldwert 200. Oben steht irgendwie Goldwert 350. Oder ist das der Bauplan dann oder was? Komisch. Aber der Bauplan ist ein bisschen mehr wert. Ich habe 1500 für den geblättert. Na, wir stellen erstmal, zack, 5 Degen her. Gibt es nicht auch irgendeinen Fußball, der so heißt? Per Degen? Klaus Degen? Nee. Na, ah, keine Ahnung. Nee, Per kann nicht. Per Mertesacker. Na, ist auch egal. So, Koopa, ich habe deine Schwerter. Hier sind deine Schwerter. Die sind gar nicht mal so schlecht geworden. Ich weiß gar nicht, was ich dir geben soll. Gold? Ach, Gold? Nein, ich habe was Besseres. Ein Geschenk für einen Schmied. Der Griff eines Königsschwertes. Ich weiß, was du sagen willst. Aber hör mir erst mal zu. Das ist nicht irgendein Schwert. Wenn es dir gelingt, die Klinge zu finden, könntest du es wieder zusammenfügen. Als Schmied wirst du sicher erkennen, wie wertvoll dieses Geschenk ist. Als Schmied hat man vor allem immer Arbeit. So. Zeig mir deine Ware. Jetzt gucke ich mal grad. Der hat ja gar keine... Das ist ja mal scheiße. Der hat ja gar keine Rohlinge. Das ist ja mal blöd. So, okay. Wir haben jetzt also noch ein... Wo ist denn das jetzt? Wir haben jetzt noch ein Dings bekommen. Ah, da ist bei Charakter, ne? Noch ein... Ach, Quatsch. Ah ja, tatsächlich, diesen Pulverbeutel, den wir da irgendwann mal bekommen haben. Das ist wirklich ein legendärer Gegenstand. Da habe ich noch irgendeiner in den Kommentaren ausgelacht, aber zu Recht. Naja. So, nee, eigentlich wollte ich... Quatsch, Inventar, dann doch alles. So, jetzt wollte ich mir den Griff da angucken. Ich will wissen, was für ein Griff das ist. Von welchem Schwert. Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Schwertgriff Seelenrufer, den haben wir ja schon zweimal. Komisch. Das ist ja mal blöd. Das wäre viel besser, wenn das ein anderes Schwert jetzt gewesen wäre. Och, wie bescheuert. Das ist ja mal... Hör, den Früchtekorb habe ich immer noch. Den, was mache ich denn jetzt mit dem? Kann ich gar nicht gebrauchen. So, okay. Gut. Was haben wir jetzt zu... wir müssen zu Shani gehen als nächstes. Moment mal, wir könnten aber eigentlich den Bericht... Den Bericht noch an Kommandant Sebastiano bringen. Wir stehen zwar auf der Seite der Chaganumbi, bla, bli und blub, aber... Das wären eben noch ein paar Ruhmpunkte.
Ach ne, komm. Wir sind unseren Shaganumbi treu. Wir erzählen Sebastiano nichts. Wir verzichten dann eben auf diese paar Ruhmpunkte. Und außerdem verzichten wir jetzt noch darauf, das Video weiterlaufen zu lassen. Das war's erstmal wieder mit Let's Play Risen 2 Dark Waters. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über eine Bewertung des Videos und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.